Wir sind hier bei GMC Nummer 7 und an meiner Seite begrüße ich Kerim Engecek, der sich einen harten Kampf mit Tim Richter geliefert hat, erfolgreich war, und Raphael aus seiner Ringecke und einen alten Bekannten, nenne ich dich jetzt mal, mit Abhol. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch. Ja, es war ja, sag ich mal, ein recht kurzfristig arrangierter Kampf. Tim Richter ist eingesprungen. Bevor wir zum Kampfverlauf kommen, berichte uns doch mal kurz. Ja, wie war es für dich, als du jetzt gehört hast, du bekommst einen neuen Gegner? Wie konntest du dich auf Tim einstellen? Also erstmal musste ich mich umstellen. Tim hat eine ganz andere Kampfstrategie als Patrick Simon. Und ja, nochmal danke an Tim, dass er den Kampf 3 Wochen vorher angenommen hat. Vielen Dank. Du hast sehr schnell Ringmitte, Cage-Mitte, muss man ja sagen. Ihr habt ja im Cage gekämpft, gesucht. Man hat direkt gehört, Aziz rief, du hast Zeit, du hast Zeit. War es so, dass du gesagt hast, ich möchte hier schnell ein Statement setzen, direkt zur Sache gehen, und musstest du zurückgerufen werden? Ja, normalerweise bin ich ja dafür bekannt, dass ich explosiv nach vorne gehe. Aber diesmal wollte ich das mal anders machen. Ich habe mir auch Tim seine Kämpfe vorher angeschaut, dass der wild nach vorne geht. Ich wollte ihn erstmal ausboxen, bin in der ersten Runde nicht so richtig reingekommen. Dann ab der zweiten Runde habe ich mein Ding gemacht und gewonnen. Ja, jetzt hat Tim sehr viele Schläge eingesteckt. Hättest du erwartet, dass er so zäh im Nehmen ist und so lange aushält? Also, nach Ebeko, Tim auf jeden Fall die Nummer 2, was er einstecken konnte. Der hat auch richtig harte Dinger weggesteckt. Und er konnte auch ehrlich gesagt sehr hart zuschlagen. Ja. Du hast ihn letzten Endes submitted. Deine Schläge waren sehr wirkungsvoll. Er konnte sehr viel einstecken. War es dann auch, dass du gesagt hast, okay, bevor ich mir jetzt hier die Fäuste breche und da noch weiter probiere, da seinen Kopfmörbel zu bekommen, suche ich die Submission? Ja, natürlich ist ein Knockout immer schön. Aber ich wollte den Leuten auch zeigen, dass ich mich weiterentwickelt habe. Und ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass ich mal durch Submission gewinne. Ja, deswegen, ja, es war mal eine Überraschung. Also ich könnte ihn auch finishen mit Schlägen, habe ich auch gemerkt, dass der keinen Bock mehr hatte. Aber kam einfach dazu, im Kampf passieren einfach mal so Sachen. Komme ich mal auf deinen ehemaligen Kontrahenten zu sprechen. Es ist ja eigentlich eher selten, dass man in einem Interview dann noch den ehemaligen Kontrahenten trifft. Man sieht, ihr beiden habt überhaupt kein Problem miteinander, ihr seht sportlich, ihr habt gekämpft. Ich sag mal, wir haben schon mal vorab gesprochen, du sagtest, Kerim ist auf jeden Fall ein Top-Athlet, einer, mit dem man sich gerne misst. Wie siehst du seine Leistung und warum bist du heute hier im Interview bei ihm? Also in erster Linie würde ich sagen, das hat alles was mit Sport zu tun und nicht persönliche Geschichte. Also wenn ich nächste Woche gegen Kerim kämpfe, dann grüßen wir uns wahrscheinlich nicht bei der Waage, aber dann kämpfen wir halt gegeneinander und dann ist auch wieder gut. So ist es jetzt auch so, er hat gewonnen letztes Mal. Dieses Mal hat er wieder gewonnen, hat er sehr gut gemacht. Also der andere ist ein Brecher gewesen. Der hat ihn auch gute wilde Schwinger, also es war schon ein, zwei Mal, wo ich gedacht habe, so, oh, es kann auch in die Hose gehen, aber Kerim hat das solide gemacht. Und also der andere ist nicht dumm reingelaufen, ich habe die Fehler gesehen, die Kerim, beziehungsweise die Fallen, die Kerim gestellt hat für ihn, da ist er nicht reingelaufen, aber im Endeffekt hat er so gemacht, dass er ihn mit Rear Naked einen abwirkt in der zweiten Runde, wer hätte keiner gedacht. Ich habe gedacht, in der ersten Runde schickt er ihn ins Traum, strickt ihn schlafen, aber mit Rear Naked Joke auch nicht schlecht, Props, muss man es machen. Auf eine respektvolle Art und Weise sagt man ja auch immer, wenn man sich im Kampf gemessen hat, das verbindet ja auch untereinander. Man tauscht sich danach nochmal aus, man behält, sage ich mal, den anderen auch so im Blick. Wäre es jetzt so eine Sache von deiner Seite aus, dass du sagst, okay, ich habe jetzt andere Ziele, oder tauscht man sich dann nochmal aus und sagt, ey, gegen dich würde ich eigentlich gerne nochmal kämpfen? Ey, wie gesagt, ich bin nicht so wie diese ganzen anderen Internet-Heroes, ich sag das mal so, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, da sind die Jungs, hier hat Kerim und Andreas Birgels, der ist ja auch ganz anders, die sind so, ey, die kämpfen, wer kommt. So ist, muss es eigentlich auch sein, wenn du da stehst, da oben, hast du auch irgendwas abzuleisten, und dann kannst du nicht mehr sagen, oh nee, den kämpfe ich nicht, der hat eine gute Bilanz, der hat eine schlechte Bilanz, hier möchte ich nicht kämpfen, da möchte ich nicht kämpfen, pipapo. Einfach gerade machen wie ein Mann, mal gewinnt man, mal verliert man. So ist das einfach, ne? Dafür sind wir da und dafür stehen wir. Und kämpfen wollte er, hat es ja eben gesagt. Wie gesagt, ey, du hast eben gerade gesehen, direkt, ich bin direkt reinkam, gesagt, ich muss nochmal mit dir, gesagt, ne? Weil ey, ich bin natürlich auch pumped, wenn die anderen Kämpfe, die angehen mich irgendwie auch ein bisschen, aber wenn natürlich so Jungs kämpfen, mit denen man selber gekämpft hat, gerade so die Gewichtsklasse, wo man selber drinne ist, da habe ich dann, ist man dann halt so, dass man, das kribbelt einfach, ne? Und habe ich gerade Kerim gesehen, habe gedacht, ey, scheiße.
Jetzt war ja auch viel Tamtam, sage ich mal nochmal, abseits des Geschehens. Da wurde ja immer wieder viel Name Asaitar. Da gab es ja hin und wieder auch nochmal die Mutmaßung, werdet ihr nach diesem Kampf, sofern du erfolgreich bist, kämpfen? Wer ist dann noch in der Liste? Ist das jetzt erstmal auch abgelegt und dann wurde jetzt gesagt, so jetzt reicht das erstmal. Was hast du für Ziele jetzt in naher Zukunft? Also meine Antwort war ja bekannt. Und Ziele, natürlich, ich möchte immer weiter vorankommen. Das möchte ja jeder Kämpfer. Weiter hoch an die Spitze, der Beste sein. Und dazu gehöre ich ja jetzt in Deutschland auch. Nun ist UFC immer in aller Munde der deutschen Kämpfer. Jeder möchte natürlich in die Elite-Liga sich dort messen. Du bist sozusagen ein GMC-Veteran und da gibt es auch ordentliche Gegner, da wird gekämpft. Du bist eher nicht so, sage ich jetzt mal, der häufig mit GMC mit UFC in Verbindung gebracht wird, weil du es nicht selber immer von dir sagst. Siehst du das auch so, dass es noch genügend andere Bühnen gibt, wo man sich messen kann? Natürlich will jeder in die UFC, aber das sind von den meisten Träume. Man soll Schritt für Schritt langsam die Sache angehen und irgendwann kommt es dann. Ne? Man kann jetzt nicht, ja, ich möchte in die UFC, das möchte jeder. Aber man muss gute Kämpfe machen, man muss namenhafte Jungs schlagen, man muss so ein Abeku schlagen mit einer 10-1 Bilanz und sich nicht irgendwelche Pflaumen aussuchen mit einer Schrottbilanz und dann sagen, ja, mit 20-0, ja, ich habe jetzt die heftigsten geschlagen. Man muss namenhafte Jungs schlagen, Jungs, die was auf dem Buckel hatten und dann kommen die großen Veranstaltungen auch von ganz alleine. Meine letzte Frage noch, gerade weil es so viel Wirbel in den sozialen Medien gab. Siehst du das so, dass Kämpfer schon Recht haben, sich untereinander herauszufordern und das auch über die sozialen Netzwerke und Medien zu machen? Oder ist das eher so eine Sache, die sollte der Promoter sehen, damit Blick natürlich auch auf die Top Ten werfen und da dementsprechend Kampfpaarungen machen? Also jeder sollte das machen, worauf er Lust hat. Wenn ich sage, ich habe Bock gegen den zu kämpfen, habe ich Bock drauf. Also das sollte natürlich von den Kämpfern selber entschieden werden. Auch von den Veranstaltungen, dass er auch weiterhin interessant bleibt für die Zuschauer und auch für einen selber. Alles klar, dann wünschen wir dir für die Zukunft alles Gute und hoffentlich bald auch wieder in Aktion zu sehen. Danke dir. Das letzte Wort gehört natürlich dir, falls du noch Sponsoren oder anderen Leuten zu Hause grüßen möchtest. Ja klar, natürlich möchte ich mein ganzes Team bedanken. Team Alpha, Top Team, UFD Düsseldorf, die immer an meiner Seite stehen. KSK, Neues, Ringer, Max, der immer an meiner Seite ist. Asis natürlich, ist ja klar. Der Raphael, der mit mir 7 Wochen harte Konditionseinheiten gemacht hat. Meine ganzen Sparringspartner Phantom für diese geilen Sachen. Und alle anderen, die mich dafür unterstützt haben. Vielen Dank. Danke fürs Interview.